Hallo und willkommen zum 22. Part der Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Los geht's, wir müssen den nächsten Turm freischalten. Also den ersten Turm freischalten, genau. Das abläuft, geben wir jetzt gleich raus. Part 22, ja, ich weiß, 22 Parts und wir sind immer noch am Anfang, aber egal. Das Game ist riesig und wir haben jetzt bis auch schon auch 6 Schreine geholt, 2 und 13 Crocs geholt. Also ja. Okay, was muss man hier machen? Der Turm öffnet sich. Wir werden nach oben geschleudert. Und was jetzt? Ja, schön gut, aber was müssen wir jetzt machen hier? Muss ich einfach nur landen oder was muss ich hier machen? Ist das schon. Was muss ich hier machen? Es ist ein schöner Schrott, aber ich verstehe nicht ganz, was mir jetzt das Spiel sagen will. Okay. Jetzt haben wir eine Karte. Oh, das ist eigentlich ganz einfach, oder? Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Okay, also wir müssen nur hier hochfliegen, wie es aussieht. Und mehr nicht. Das war's schon. Jetzt wo wir das Parasegel haben. Können wir auch zum Schrein gehen, den ich nicht verkehrt habe. Die Frage ist eben nur. Wo lande ich hier überhaupt? Archipel des inneren Hyrule, Ebene von Hyrule. Und ich war dumm genug, das Ganze zu versauen mit einem Game Over. Alter, was ist das für ein Scheiß schon wieder? Warum mache ich heute so viel Scheiße eigentlich? Ja, ich hätte eben auf X drücken sollen, ich Idiot. Ja, aber ich wusste auch nicht, wo ich lande. Das muss ich nochmal als neu machen, ne? Weil das Game sich so denkt, ja, verarschen wir ihn mal. Das nicht irgendwie überspringen. Aber ich weiß jetzt wenigstens, wie es geht. Also ich muss eben, früher hatte ich eben das Parasit aktivieren, bevor ich hier komplett runterfall und sterbe. Ja. Ich schaff's, ich ist irgendwie so ein Feldzeug. Ich fehle in so meiner Welt rum, ich fehle hier vorhin schon im Spiel rum. Also ziemlich, ja, langsam geht's auf den Keks, dass ich da und heute nur fehle eben. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt so meine Welt erwähnt, weil ich so meine Welt vorproduziert habe. Und das hier auch. Kann ich so nicht irgendwie überspringen. Ja, ich weiß, wie es geht, aber das Problem ist eben, jetzt hier nochmal runterzukommen, ohne zu sterben. Weil ich Idiot mich einfach runterfallen lassen habe. Das kann etwas dauern, wenn ich jetzt wieder alles versaue. Warum muss ich da auch so hochfliegen? Dafür eigentlich, was soll der Blödsinn eigentlich? Bitte mach nicht immer den gleichen Scheiß, Link. Bitte, bitte, ich will nicht nochmal sterben. Komm, bitte, mach es gescheit. Wir müssen eben, also wir brauchen für das Parasegel eben, am besten wir fallen langsam. Weil, wie gesagt, beschleunigen bringt nur Unglück. Ich darf eben auch nicht aus den Augen verlieren. Parasegel. Ich weiß nicht, soll ich es jetzt entzünden? Ich darf eben nicht nochmal sterben, okay? Okay, wir haben den Turm aktiviert. Das heißt, wir können mal rechts zum Schrein gehen, den ich markiert habe, den ich eben mal gefunden habe. Und wir sparen das jetzt sofort ab, okay? Bevor ich nochmal unterfalle beim letzten Mal. Speichern. Jetzt haben wir wenigstens den Turm geschafft. Gut, die Frage ist jetzt eben, wie geht's weiter? Der Story eben. Also ich muss jetzt eben noch einen ganzen Weg reinlaufen. Wir haben jetzt hier den Turm eben. Und hier müssen wir, glaube ich, hin. Ja, wir könnten noch mit den Leuten sprechen, die wir noch nicht gesprochen haben. Eben Schutzpunkt. Ach, dann mach den erst nicht auf. Mach ihn doch auf.
wirklich beeindruckend. Wer hätte gedacht, dass ein Kartografierturm jemanden in die Luft schleudern kann? Selbst von mir aus konnte ich euren Aufstieg beobachten, Link. Aber Verzeihung, bitte wartet einen Moment, während ich den Schirm öffne. Kann er nicht einfach offen bleiben? Muss ich jetzt wirklich jeden Mal die Typen ansprechen, damit ich ja eben... Jetzt muss ich wirklich jedes Mal diesen Typen ansprechen, um das hinzubekommen. Ja, aber wenigstens haben wir den Turm geschafft. Jetzt würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Turm und zu diesem Schrein eben. Aber ich möchte eben noch wissen, was die anderen Charaktere zu sagen haben. Die hier unten stehen. Ja, das weiß ich schon. Ja, ich weiß. Ich schaffe sogar zu sterben, wenn man eigentlich nicht sterben kann. Was hast du zu sagen? Better Link, willkommen, willkommen. Mein Bescheidname ist Mondan. Ich bin damit beauftragt, als Torwächter dieses Schutzraums zu dienen. Es ist ein Schutzraum, der von jedermann genutzt werden kann. Bitte bleibt hier, solange es euch beliebt. Schutzraum. Es wurde ursprünglich von der notwendigen Familie als Zuflucht in Notfällen verwendet. Er ist zu alt, dass es hier immer irgendwas zu bringen gibt. Aber ich will mich nicht beschweren. Es verfügen wir über reichlich Vorräte und es lässt sich hier recht portabel leben. Was machst du hier? Ich wurde damit betraut, als Torwächter dieses Schutzraums zu dienen. Meine nähere Aufgabe besteht darin, die Anweisungen des Vorsitzenden zu folgen und die Tür zu öffnen. Seid auf Licht, seid auf Leiter, bitte vorsichtig, wenn ihr uns wieder verlasst. Es wäre für mich einfach, wenn ihr durch die Decke steigen könntet. Aha. Das kann ich ja. Das kann ich ja. Ist das irgendein Tipp oder ergibt das keinen Sinn, wenn ich hier durch die Decke gehe? Frage ich mich gerade. Mit den Typen haben wir schon gesprochen und ich glaube mit dir auch. Mit dem auch. Hast du noch was Neues zu sagen? Link, richtig. Wir treffen uns zum ersten Mal, aber du bist ja eine richtige Berühmtheit. Ich habe dich gleich erkannt. Entschuldige, wirst du den Topf verwenden? Wenn ja, nutzt ihn bitte, wenn immer du willst. Eigentlich hatte Berno hier Dienst, aber er wollte zu Schloss Hyrule gehen und ist nie zurückgekommen. Nun ist es eine Aufgabe an seiner Stadt, auf das Feuer aufzupassen. Schloss Hyrule? Oh, mit Schloss Hyrule meine ich nicht, dass er zu einem so gefährlichen Ort wie der Abgrund untergegangen wäre. Er ist zum Speisezimmer in Schloss Hyrule gegangen. Er hatte von einem Forschenden des Abgrundes gehört, dass es in dem Speisezimmer ein geheimloses Kochrezept geben soll. Er ist also sofort aufgesprungen und losgezogen. Naja, bitte sicher nichts Gefährliches tun, ich mache mir also keine größeren Sorgen um ihn. Aber er ist jetzt so lange weg, dass ich mich schon frage, ob ihn irgendwas auch dort aufgehalten hat. Das könnte doch zu einer Quest werden, wie es aussieht. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, wir sind hier durch, oder? Oh, ich kenne dich ja, Erin. Wunderbar, ich freue mich über jedes bekannte Gesicht. Du kannst ruhig alles in diesem Schutzraum nach Belieben verwenden. Aber mach hier keinen Dreck. Kein Dreck, das wäre nicht gut. Noch mehr Staub kann ich nicht gebrauchen. Ich putze hier schon keine Ewigkeit und es liegt trotzdem noch überall Staub herum. Wo in der Welt kommt dieser ganze Staub überhaupt her? Ja, leider kommt Staub immer wieder in der echten Welt. Das ist uns klar. Allen ist uns klar. Staub kommt immer wieder, egal wie oft wir hier. Und warum ist hier ein Gulli? Hat das irgendwas zu bedeuten? Der Typ hat ja irgendwas vom Dickensprung gesagt. Kann man hier einfach durchgehen? Ja gut, bringt es überhaupt was, ist die Frage. Wir können es einmal probieren, ob das irgendwie gehen würde. Weil ich kann jetzt einfach durch diesen Boden steigen. Aber das bringt, glaube ich, noch nichts, oder? Oder wundert sich jetzt irgendein Charakter, weil ich aus dem Boden gewachsen bin. Wenn Link geht doch einfach hoch. Wir müssen jetzt mal zum... Ich möchte jetzt auch mal wissen, wie die Story weitergeht, okay? Und nicht ständig hier irgendwie stecken bleiben. Oh man, aber bin ich jetzt... Ach, ich bin einfach... lasst mich in Ruhe. Ich bin einfach nur noch orientierungslos hier ein bisschen so. Aber ich weiß ja jetzt, was ich machen muss. Also wir müssen noch... wir müssen wohin gehen. Aber da bin ich doch richtig, oder? Oder bin ich falsch? Wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hin, ach so, ja stimmt, zu Pura nochmal. Willkommen zurück auf festem Boden, das war ein hübscher Flug, Link. Und konntest du die Kartenerstellung erfolgreich durchführen? Ja, konnte ich. Ja, das freut mich, denn für unsere weiteren Nachforschungen wird die Karte unerlässlich sein. Kartografieren können findest du übrigens überall auf der Welt, also nutze sie, wann immer du kannst. Und jetzt geht's endlich ans Eingemachte. Der Katalysmus hat nämlich nicht nur Hirselspuren gelassen, überall hat er von seltsamen Phänomenen berichtet. Willst du mir kurz deine Karte zeigen? Okay. Ja, wir haben noch ein paar Schreine.
Zum hier ein hier wäre Hebra im Nordwesten von hier, gäbe es Eidim im Nordosten, weiterhin Gerudo im Südwesten und zuletzt noch Anel im Osten von hier. Die Phänomene konzentrieren sich auf diese vier Gebiete. Vielleicht gibt es keinen korrekten Zusammenhang, aber ich habe das Gefühl, dass Erforschung dieser Phänomene könnte uns auf die Spur von Presenzella bringen. Okay, übrigens, Direktor Pumpura, es gibt ein Gerücht im Dorf der Orni, das in Hebra im Nordwesten liegt, hätte angeblich jemand Zelda gesehen. Ein Gerücht, sagst du? Eigentlich überschritt es meinen gewissenschaftlichen geschulten Geist, mich von heißlosen Gerede beeinflusst zu lassen. Aber in jeder Situation könnten selbst Gerüchte wie diese den entscheidenden Hinweis liefern. Ach ja, Link. Ich habe übrigens auch die Leute von der Zeitraumhilfe bei der Suche nach Zelda gebeten. Jemand hat der Finger mehr auf am Puls von Hyrule als sie. Die Rettung der Aktion befindet sich direkt im Gemeindorf der Orni. Wenn du in der Nähe bist, könntest du ja mal bei der Schiffsredaktorin mal beischauen. Vielleicht kann sie dir irgendwie helfen. Ich werde mithalten, wie sie auch den Katalysmus herabgeschnitten Ruinen und Stand den Abgründe untersuchen. Außerdem werde ich mich in Dörfern und anderen Treffpunkten von Reisenden umhören. Vielleicht finde ich auch dort die Hinweise zum Verbleib von Prinzessin Zelda. Der Grundton der Phänomene liegt also ganz allein in der Hand, Link. Ich bin mir sicher, wir werden Prinzessin Zelda finden. Warte, du hast doch noch eine Quest. Bleib drin stehen. Tut mir leid. Ich muss unbedingt etwas mit Onkel Ruby diskutieren. Es geht um unsere Erforschung der Abgründe. Wir unterhalten uns später. Aber du hast doch eine Quest gehabt. Komisch, du hast doch eine Quest gehabt. Keine Ahnung. Warum muss ich hier jetzt irgendwie warten bis zum nächsten Morgen oder so? Oder hat der jetzt die Quest für uns? Wo hast du eine Quest? Du hast ein Ortsrufezeichen. Ja, später, was soll das jetzt eigentlich? Muss ich jetzt wirklich bis morgen warten? Ja, gut, dann. Warten wir eben bis morgen. Da gibt es ja auch ein Feuer, das können wir auch dazu nutzen. Doch nicht, hier war ich gerade zu dämlich bin für alles. Obwohl, wir haben es doch schon morgens. Weiß nicht, wann wird diese Quest freigeschaltet? Ja, ich weiß auch nicht. Ganz ehrlich, mal mit dieser Quest. Was macht dieses Irrlicht-Typ eigentlich noch hier, ist die Frage eigentlich. Na gut, vielleicht sollten wir die Quest einfach vergessen und erst bei den Schreien machen, die wir noch haben. Aber hier unten muss auch noch irgendwas sein. Das ist ein Gullideckel. So, kann man jetzt die Quest annehmen oder willst du uns immer noch nicht mit ihm sprechen? Ja, wir keine Ahnung, müssen erstmal eins. Also bitte, ja. Guten Morgen, was für ein wunderschöner Morgen, oder? Sag mal, was ist es wahr, dass du jetzt im Besitz des Pura-Pads bist? Pura und ich haben es zusammen konzipiert, aber genau gebaut habe ich es. Robello-Pad wäre also eigentlich der passende Name. Komm schon, Onkel Robby, hörst du mir überhaupt zu? Oh, hey, natürlich. Aus warum ging es noch gleich? Ich habe gesagt, dass ich deinen Untergrund erforschen will. Wenn du mir nicht zuhörst, gehe ich eben einfach los und führe selbst in einen Abgrund. Oh nein, das wäre keine gute Idee. Davon rate ich ausschließlich ab. Der Untergrund ist eine ausgedehnte und bisher völlig unerforschte Sphäre unterhalb der Abgründe. Auch mich interessiert das Brennen, was dort unten sein mag. Ein überaus faszinierendes Forschungsobjekt. Dunkel ist aber auch ein überaus gefährlicher Ort. Dort kann ich unser Wunderkind doch nicht hingehen lassen. Wenn Pura Schützling etwas tuschelt, wäre das mein Ende. Anders könnten wir mehr über den Untergrund erfahren, wenn wir die Sache mit dem rätselhaften Bild ergründen. Rätselhaften Bild? Ah, sind es die Erinnerungen? Oh, hallo, Herr Ritter. Tut mir leid, ich war gerade ins Gespräch vertieft. Joshua, Leiterin der Untergrundforschung oder so. Also das rätselhafte Bild.
Neben verschiedenen anderen Objekten hat die Forschungsgruppe dies hier aus dem unteren Gimp gebracht. Oh nee. Ich meine, das Bild aus diesem Fragment. Die aktuelle Figur steht auf zwei Beinen und nicht einen Arm. Denkst du nicht auch, dass sie wie eine Person aussieht? Wenn hier wirklich eine Person abgebildet ist, könnte dies ein Beweis sein, im Blick, dass der Untergrund einst gesiedelt war. Darum wollte ich mich in den Untergrund der Vorbehaltung zu untersuchen, ob es dort noch ähnliche Abbildungen gibt. Ich würde mich unbedingt persönlich vorgewissern. Jetzt sagt Onkel Robby, dass es zu gefährlich wäre und lässt mich nicht in den Abgrund hinabsteigen. Ach, Joshua, weißt du was, wieso bist du die Suchen, dass, was ist mit dem rätselhaften Bild auf sich hat, nicht einfach mir? Und Link? Du kannst deine Purabett von mir verwenden, um etwas zu finden. Das wird wie dieses Bild aussieht. Dann kannst du damit dem Fotomodul den Foto schießen und es Joshua zeigen. Ist der Plan nicht genial, Fotomodul? Jetzt sag nicht, dass du das Fotomodul noch nicht kennst. Das ist doch eine der Hauptfunktionen des Purapads. Das Fotomodul ist eine großartige Erfindung. Damit kannst du Landschaften in Bilder und Fotos verwandeln. Dann hast du wohl noch nicht alle Freiheiten deines Purapads entdeckt. Das ist so schlimm. Komm mit, ich werde es dir beibringen, wie man es verwendet. Im Untergrund kennt jede Menge Monster, da kann ich sowieso einen Leibwächter gebrauchen. Mal sehen. Ja, wir sollten irgendwo durch den Abgrund im Süden des Schwerpostens hinabsteigen. Ich gehe schon mal vor. Komm danach, sobald du deine Verbreitung abgeschlossen hast. Bis später. Angerufen, warte mal. Machen wir jetzt noch den Schrein? Ich würde schon sagen, dass wir den Schrein nehmen. Tja, weg ist er. Ich weiß nicht, wie du eingeraten bist, Herr Ritter. Tut mir leid. Wenn es um mich geht, handelt Onkel Robby manchmal ziemlich unbedacht. Nimm mindestens das hier mit. Leuchtsamen mal 10. Ah, die Leuchtsamen. Und das noch. Und danke, Holz, 5 Holzpfeile. Abgründe sind so tief, dass kein Licht nach oben und dort drin ist. Es ist also stockfinster. Wenn du aber einen Leuchtsamen an einem Pfeil anbringst und ihn dann abschießt, kannst du dafür das Licht sorgen. Du findest den Abgrund zu dem Onkel Robby aufgebaut, wenn du durch das Tor des Spähpostens gehst. Das Fotomodul weiß ich nicht viel. Aber ich verlasse mich darauf, dass du so etwas wie das Rätselbild finden und gut auf der Onkel Robby aufpasst. Das Volk im Untergrund. Ich will aber jetzt sagen, dass wir erstmal zum Schrein gehen, den wir noch haben, und den nächsten Turm machen, damit wir wieder eine Karte haben. Und so wie es aussieht, haben wir auch einen Schrein, einen Schrein gesehen. Also ich will aber sagen, wir gehen jetzt zu diesem Schrein hin, weil jetzt wir eben, jetzt haben wir das Parasiegel und können den Schrein machen, den ich hier schon mal aktiviert habe. Deswegen machen wir jetzt noch den Schrein hier, dann haben wir mindestens 7 Schreine, das heißt, wir können uns bald noch ein Herz dazu holen. Ich gehe weiterhin den Monsterkämpfen aus dem Weg, bis ich gemütlich genügend Sachen habe, um den Monster eben auch zu bekämpfen. Ich will eigentlich speichern. So, ich wollte speichern eben genau. Dann machen wir noch den Schrein hier. Merkt, hoffentlich ist der Schrein nicht zu spät. Dann haben wir den Schrein schon mal geschafft. Und dann würde ich noch den Turm aktivieren, der noch in der Nähe ist. Weil ohne Parasite kann man diesen Schrein leider nicht machen. Das musste ich leider herausfinden, dass wir den Schrein ohne Parasiker nicht machen können. Genau. Und was jetzt? Warte mal kurz. Da müssen wir doch das nehmen, oder? Da muss ich hier irgendwas anders einsetzen, ich weiß nicht. Was muss ich hier machen? Hä? Die Ultrahand, die Deckensprung. Aber ich komme da nicht rauf, oder? Jetzt bloß ist nicht das. Okay, ich schau mal kurz nach, wie das geht. Bis gleich.
Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich weiß jetzt, wie es geht. Einfach draufstellen, dann schlagen. Dann müssten wir dahin kommen. Da müssen wir dahin. Dann das Trampolin. Ich habe nachgeschaut eben. Guide von Asin. Wieder mal eben. Das. Da müssen sie eben so. Reicht es? Ich weiß nicht. Und das Ding eben. Reicht es, wenn ich es so mache? Oder ist das zu wenig? Soll es da oben bleiben? Reicht es? Das reicht, okay. Ja, warum geht das nicht mehr zurück? Ach komm, jetzt ist irgendwie was kaputt gegangen, oder? Warum wirst du mich nicht nach vorne, ja? Was ist da los? Mann, Link, mach doch nicht so einen Blödsinn hier. Alter, tutscht der da und drunter. Mann, nervt mich das. Gut. Also müssen wir eben das nächste der Trampolin eben da einstellen. Wir könnten noch den Turm machen eben, weil der ist eh in der Nähe. Stellen wir das hier ab. Aber wo ist hier das noch, das andere Tramp? Warte, bin ich jetzt blind? Ach, da ist hier das andere Trampolin, okay, das brauchen wir auch noch eben. Da jetzt rauf. Warum komme ich jetzt nicht rauf? Stehe ich irgendwie falsch? Warum komme ich jetzt nicht rauf? Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ach, ich lasse was da. Ich muss da oben hoch, oder? Hey, warum? Was mache ich hier falsch? Komisch, bis gleich. Aber was ist denn jetzt wieder los? Warum geht denn das wieder nicht? Ich komme doch eh nicht mehr rauf, oder? Was ist das wieder?
Du musst doch mal, glaube ich, hingerichtet werden. So, dann dürfte es eigentlich hinhauen. Dann dürfte es eigentlich jetzt hinhauen, oder? Komm, bitte. Da geht's haut's hin. Ich hatte eben nur das Ding ausgefahren, deswegen. Ist es hier drin? Ein Schleich mitziehen. Der Schleicheffekt Level 2 senkt deinen Puls und lässt sich so unbemerkt in nächster Nähe von Feinden oder Tieren herumschleichen. So, und jetzt geht's nur darum, ins Ziel zu kommen. Ach komm, ist dir das Taum gefallen. Ah. Ich seh nochmal das Teil. Ist das Teil wieder umgefallen? Du sollst das doch nur nehmen. Na klar, das obere ist, die sind jetzt komplett ausgelöst. Okay, dann machen wir das jetzt nach da oben. Platzieren wir das hier oben. Ja gut, vielleicht hier hinten noch. So, jetzt bringe ich bitte nach oben. Wenn wir diesen Schrein endlich abschließen können. Das mache ich jetzt wieder falsch. Ach so. Ach, weiß nicht. Aber jetzt doch, oder? Komm, bitte, lass mich aus diesem Scheißschrein endlich raus. Was mache ich jetzt eigentlich schon wieder falsch? Fliegst noch mal nicht, Mann. Ich mach's mir da unnötig schwer. Ich weiß. Ich will ja nicht verschwende auch meine Zeit hier nur, aber das Problem ist eben, dass das Spiel irgendwie nicht will. Also manchmal fragt mich das echt ein bisschen ab, weil das Spiel ein bisschen sperrig ist. Oder ich habe einfach zu 1-10 nicht benutzt. Nee, das kann nicht sein, oder? Weil gibt es ja auch keins mehr. Oder ist es runtergefallen? Das wäre es, wenn es runtergefallen wäre. Komm, jetzt bring mich dann nach oben. Mach ich irgendwas falsch? Es ist runtergefallen. Nee, jetzt können wir endlich runter. Oh man. Alter, nerviger Schrein. Ja, gib mir das Zeugs eben. Lass mich hier raus aus dem Schrein. Segenslicht heißt es genau. Jetzt haben wir davon 3 Stück und bei 4 Stück können wir uns ein neues Herz holen. Und dann würde ich sagen, wir machen noch den Turm und dann hören wir für heute auf. Endgültig mit 72 Parts ist das Let's Play auch schon ziemlich viel. Aber wie viele Parts ist es am Ende wert, ist eben auch die Frage. Wo ist denn der Turm eigentlich gleich wieder? Weil der ist ja ungefähr da. Mit dem grünen Licht. Der Kartografierturm. Mein Problem ist eben, hier stampft alles Mögliche rum. An Monstern eben und so weiter.
Der ist irgendwo da. Oh nee. Da könnte es auch problematisch werden, weil hier, glaube ich, irgendwas rumstampft. Glaube, wir haben jetzt stärkere Waffen, haben bessere Abwehr. Die Frage ist eben aber auch nur, ob wir dann eben überhaupt, ob wir nicht noch eben stärker sein müssten. Da fliegen ja auch schon die neuen Gegner rum. Es regnet doch gerade, es wird nicht gerade passend eigentlich. Waren nicht auch noch diese scheißblöden Schattenhände? Röstling, der Huf, nein, der Hut dieses Pilzes hat sich zu einem harten Panzer ausgerüstet. Fettet ihr vorübergehend die Knochen und steigert die Abwehrkraft. Komm. Komm. Bitte kein Gegner, der mich irgendwie tötet. Lasst mich einfach in Frieden. Ich tue euch auch nichts, ich tue euch nichts, also tue ich mir auch nichts. Und das einzige das Problem, was ich mir jetzt eben ein bisschen verwundert sehe, dass wir keine Crocs mehr gefunden haben. Aber ich mach da den Turm für heute und dann hören wir auf. Weil dann haben wir mindestens noch was geschafft in diesem Part neben dem Schrein. Was ist dieses Wesen? Kann man da auch von dem auch? Hat der jetzt Rubine abgesteckt? Grüne Rubinen, ein einzelner Rubin, sein grünes Letztern, bringt ein Lächeln auf dein Gesicht. Blau Rubin, 5 Rubine wert. Sein blaues Funkeln lässt dein Herz freudig pochen. Okay, dann kriegen wir jetzt ein paar neue Rubine. Oh, was ist hier jetzt los? Turm auf der Sahasra-Hügel, weiß Nick Luder. Was ist mit dir jetzt? Guten Abend, Schnabuda. Rührt man sich wieder. Es tut mir richtig leid, aber es gibt ein kleines Problem. Was gibt's denn? Er hat gehört, dass die Vorrichtung im Quadrophiltraum kaputt ist. Also kam ich hierher, um sie zu reparieren. Aber aus irgendeinem Grund lässt sich die Tür nicht öffnen, sodass ich nicht in den Turm hineinkommen kann. Die Tür ist nicht abgesperrt, aber sonst verriegelt. Wenn der Arbeiter nicht überdrückt oder zieht, bewegt sie sich keinen Zentimeter. Natürlich weiß ich, dass es sich um eine Schiebetür handelt. So ein dummer Fehler passiert mir doch nicht. Ich habe Hunger von vielen Nachdenken. Vielleicht sollte ich in irgendeiner Höhle in der Nähe Pilze sammeln gehen. In einer Höhle? Genau, es gibt eine Höhle unten an diesem Hügel. An der Kartografierturm gebaut wurde, habe ich dort oft noch Pilzen gesucht. Ja, ich glaube, ich weiß, wie wir diesen Turm freischalten. Wir müssen irgendwie in diesen Untergrund rein. Wo wir vorhin schon mal waren. Ja, aber das Problem ist eben, der hier stampft auch noch rum. Den müssen wir auch irgendwann besiegen. Ich weiß, wir müssen hier irgendwie rein. Da war auch irgend so ein Wesen, ist das Problem. Ja, aber das Problem ist eben, wir haben. Wie viele Donnerblumen haben wir überhaupt? 3 Stück. Bisschen weit weggehen am besten. Ich weiß schon, da starben jetzt auf dem Monster rum, aber vielleicht schaffen wir das irgendwie mit der Waffe, die zu besiegen. Oh nee, was ist denn das hier? Du Scheiße! Die machen jetzt. Die schmeißt mit Steinen nach mir, ist das Problem. Das Problem ist, die schmeißen nach Steinen mit mir.
Wild, Fleisch von Tieren im Wald. Fakt. Feind und Flur kann froh verzehrt werden, aber schmeckt es besser und hilft und führt mir Herzen auf. Was sagt die Truhe? Goshin-Schild. Das Schild ist voll. Weiß nicht, muss ich die hier besiegen? Ach Mann, die Nerven. So, muss ich die besiegen oder kann ich einfach zum Turm durchkommen oder was? Nee, also ich muss irgendwie in den Turm gelangen, aber ich weiß nicht wie. Muss ich die wirklich besiegen? Sie eben, die hangen sich hier oben rum. Das Problem ist eben, die sind nicht so einfach zu besiegen auch. Habe ich nicht noch stärkere Bögen? Ja, ich habe doch einen 14er Stöcken. Ja, die werfen eben Felsen nach mir, ist das Problem. Lauf doch weg, du Idiot! Mann, wo hältst du dich jetzt wieder fest? Mann, Link, kannst du mich mal endlich mal damit aufhören, dich irgendwie down zu blamieren? Ich sag, gegen die habe ich eigentlich keine Chance. Gegen die habe ich eh keine Chance. Weil Link down irgendwo hinklettern will und irgendwie dann eben denkt, der müsste sich irgendwie, ja. Ich weiß nicht, sollen wir den einfach aufgeben? Für heute. Ich hatte sehr viel Leben, das Problem ist aber ich. Der musste ich eben mir. Oben, die sind fast alle tot. Am besten wir füllen ein paar Herzen auf. Komm. Blauer Horrorblindhorn. Hammerförmiges Horn mit denartigen Spitzen. Befestigt es an der Waffe, um sie Angriffskraft spürbar zu erhöhen. Oder gekoche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Horrorblim-Kralle. Die Kralle eines Hörerblim. Sie kann die Angriffskraft von Feinden erhöhen und zusammen mit Kleingetier lässt sich aus der Medizin herstellen. So, die haben jetzt alle hier den Tod gefunden. Horrorblim Horn. Hammerförmiges Horn mit einer harten Spitze, befestigt jetzt einmal Waffe, um die Angriffskraft zu erhöhen, koche es mit Kleingetier, um Medizin zu stellen. Also wir haben hier nur Äxte von denen eben. Ja, ich weiß aber nicht, wo geht's hier weiter? Wie komme ich hier unter den Turm durch? Weil ich habe nicht ewig Nullblum zur Verfügung, eben kann ja nicht irgendwie auch. Also hier geht's weiter. Ja, wen sind die jetzt weg? Die Frage ist eben nur, wohin jetzt eigentlich? Ja, da waren wir jetzt schon, oder?
Aber das Problem ist eben hier, ist es einfach. Warum macht das Spiel auch Mist? Ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr, weil das Spiel mich an die Grenzen der Verzweiflung bringt. Der Part wird jetzt auch zu lange, ehrlich gesagt, weil ich mich wieder mal total dumm anstelle, diesen scheiß Turm zu schaffen. Mann, die gehen mir so auf den Keks. Weißt, wir speichern das jetzt ab, weißt. Kann ich es irgendwie anders öffnen eigentlich, diese scheiß blöden Steindinger oder. Jetzt haben wir schon alles durchgelesen. Ich werde nicht mal diesen scheiß Turm schaffen. Aber mit Bomben ist es ein Problem. Muss ich ehrlich jetzt sagen. Bei den Bomben ist es ein Problem, weil ich habe nicht so viele. Weg hier. Genauso macht man das und nicht anders. Der Part wird etwas lang, ich weiß schon, aber ich möchte das noch irgendwie schaffen. So. Entfernung. Auch nicht, weil wir nicht hinkommen. Aber ich kann doch nicht hier nichts machen. Ich habe nicht genug davon, das ist auch das Problem. Ich bin nicht weit genug weg. Ja, schön, dann wie komme ich jetzt hier vorbei? Das tötet mich ja sofort. Ich komme da nicht weiter, oder? Nee, da komme ich nicht weiter, weil das Problem ist eben. Ich muss die Bombe woanders hinlegen. Dann da müssen wir sie hinlegen, dann kann man, glaube ich, davon austreffen. Wo landen wir jetzt wieder? Also wir landen hier wieder. Komm, wir müssen jetzt irgendwas schaffen hier. Also ich muss halt, glaube ich, einfach dort durchgehen, oder? Da bin ich gewesen. Vielleicht einfach hier oben. Komme ich jetzt zum Turm oder nicht? Ist die Frage eben. Oder in Zweimal schaue ich eben noch eine Komplettlösung nach. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht ganz. Das machen wir nochmal, das schauen wir nochmal nach. Bis gleich.
Obwohl, nein, mir fällt heute auf, wir haben schon genug gemacht. Wir speichern das hier ab. Und dann nehmen wir auf mit den 22 Paaren von der Let's Play der Schnelle Kiste Kingdom. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir haben wenigstens einen Schein geschafft, okay?